Herzlich willkommen zum 252. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Ihr seht, was da angekommen ist. Der nächste Nachschub für die Baumsteine hinten und das ist auch direkt mal der Fortschritt am Anfang. Nachdem ich jetzt so viele Bäume in den letzten Update-Folgen zusammengebaut habe, habe ich da euch jetzt mal die 2 Tage Arbeit erspart. Das schon erledigt und es geht los, indem wir mal die nächsten 200 Bäume aufstecken oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel es genau letzten Endes sind. Auf jeden Fall sind wir jetzt keine Minute im Video drin und ich habe schon über 250 Euro an Steinen verbaut. Das ist schon wieder ein sehr, sehr schwieriger Start für diese Update-Folge. Aber ich wollte das jetzt endlich hinter mich bringen, dass wir hier den gesamten Hang gefüllt haben mit Bäumen. Ihr könnt schon sehen, ich habe jetzt hier, als ich das von hinten aufgesteckt habe, natürlich nicht genau sehen können. Und dementsprechend sind die ein oder anderen Lücken noch übrig geblieben. Und die gilt es jetzt natürlich auszubügeln, auch wenn natürlich die ein oder andere Lichtung nicht so schlecht für die Abwechslung wäre. Abwechslung, das ist auch schon das Stichwort für die heutige Update-Folge und zwar möchte ich am Übergang arbeiten und farbliche Varianz reinbringen, das dann vor allem auch als Übergang vom Laubwald im vorderen Bereich auf den Nadelwald hinten verwenden und dementsprechend könnt ihr sehen, dass ich gerade die Bäume so ein Stück nach oben verschiebe und was den Übergang an sich angeht, melde ich mich jetzt mal ganz kurz live. Falls ihr gedacht habt, dass die Nadelbäume da hinten viel Aufwand waren, passt mal auf, was ich heute gemacht habe. Ja, ich würde sagen, das hat das Ganze nochmal ein bisschen getoppt. Ich habe vor allem sehr viel Zeit reingesteckt zu experimentieren, was das richtige Format sozusagen der Bäume ist. Hier könnt ihr meine ersten missglückten Versuche sehen. Ich hatte gedacht, dass die dicken Baumstämme besser gemischt aussehen mit den dicken Baumstämmen der Nadelbäume da hinten. Das hat sich dann nicht bestätigt. Ich bin jetzt letzten Endes bei den 1x1er Round Bricks gelandet und habe jetzt mal einen Haufen Bäume vorbereitet, natürlich auch wieder mit den Blättern. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das in der Masse aussieht, weil ich ja diese detaillierten Blätter jetzt gleich mischen werde mit den Slopes, die ja ein bisschen gröber sind. Aber da hinten haben wir das ja schon gemacht, von weiter weg dürfte das in Ordnung aussehen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dieser Baum hier ist quasi eine Mini-Version von den Bäumen, die ich hier vorne vorbereitet habe. Weil im Maßstab gehen wir ja hinten runter, das heißt, ihr müsst euch theoretisch vorstellen, dieser Baum, der jetzt da hinten steht, ist gleich groß wie die Bäume, die hier vorne sind. So zumindest die Theorie. Ich könnte natürlich ohne weiteres diesen Baum hier vorne aufstellen und das dann sozusagen als Mini-Version dieses Baums verwenden, dass der quasi am Wachsen ist. Das würde auch passen und damit würde man natürlich so ein bisschen einen fließenden Übergang schaffen, weil ich genau die Bäume hier vorne auch verteilen kann, aber gemischt eben mit den großen Bäumen. So, jetzt würde ich sagen, habe ich genug geredet. Jetzt geht's dann mal an den wichtigen Part. Und zwar muss ich jetzt mal beim Übergang experimentieren und das steht jetzt an. Die Idee für den Übergang ist mir tatsächlich im Zug gekommen. Ich habe ja immer eine Stunde Zeit, wenn ich zwischen Rosenheim und Innsbruck pendel, aus dem Fenster zu schauen und meistens Video zu schneiden. Aber in dem Fall ist mir aufgefallen, wie sich besonders im unteren Bereich des Berges immer Mischwald befindet, aus 2 verschiedenen Farbtönen, wie ihr da sehen konntet. Und das Ganze geht dann nach oben hin, immer weiter in Dunkelgrün und Nadelbäume über. Und das ist jetzt eben genau der Stil, den ich bei mir in der Stadt übernehmen möchte. Dementsprechend könnt ihr jetzt auch sehen, wie ich anfange, im unteren Bereich Laubbäume mit einzumischen zwischen den Nadelbäumen. Nicht nur, dass es jetzt Struktur reinbringt, optische, farbliche Unterschiede mit reinbringt, sondern vor allem wird es auch realistischer und hilft, den Übergang so ein bisschen zu gestalten. Nebenbei, ihr seht es da, ich habe neue Nadelbäume gewonnen, nachdem ich die ausgebaut habe. Das heißt, die kann ich auf der anderen Seite weiter recyceln sozusagen. Ist auch gut, wenn das gleichzeitig ein bisschen weitergeht. Wie das dann über der Tunneleinfahrt da hinten mit den Arkaden genau weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht. Es ist aber jetzt erstmal wieder Zeit, dass ich mich live melde. Mal wieder ein kleiner Zwischenstand, wo ich aktuell dabei bin. Der Vorteil dadurch, dass ich jetzt hier unten die Laubbäume einbaue, ist natürlich, dass ich neue Nadelbäume gewinne. Dementsprechend wächst das parallel da hinten so als Nebenprodukt sozusagen weiter. Hier sieht es aktuell so aus. Ich bin dabei, weitere von diesen kleinen Bäumen zusammenzubauen. Der Plan wäre jetzt, dass ich die zum einen auf der linken Seite vom See verteile. Heißt, ich möchte da noch ein bisschen reingehen. Ich weiß aber jetzt tatsächlich noch nicht, wie weit ich nach hinten wirklich reingehen möchte mit dem Mischwald. Ich finde nämlich eigentlich diesen einheitlichen Nadelwald auch ganz schön. Das muss ich mir jetzt, wie gesagt, alles so ein bisschen überlegen. Generell würde ich jetzt den Fokus mal auf die linke Seite des Berges legen und da noch so ein bisschen einen Übergang nach vorne hin modellieren, dass vorne wirklich dann reiner Laubwald ist, dann Mischwald und dann geht das Ganze über auf einen Nadelwald. Besonders entlang des Sees habt ihr euch ja auch gewünscht, dass noch ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt und gerade da kommen, glaube ich, auch nochmal die Blätter ein bisschen besser zur Geltung, nachdem ich ja doch einiges an Zeit dann pro Baum brauche, um die ganzen Limb-Elements mit den einzelnen Blättern zu bestücken. Nach vorne hin werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass der reine Laubwald mir dann doch nicht ganz so gut gefällt. Das war, wie gesagt, alles zum Experimentieren. Das ist ja immer so ein Prozess und damit würde ich sagen, geht's wieder rüber zu meinem nächsten Live-Bericht sozusagen.
damit ihr gerade meinen Gedankengang so ein bisschen verfolgen könnt. Aktuell finde ich, dass das nicht gut aussieht, wenn da vorne reiner Laubwald ist. Das heißt, ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen. Der Mischwald wird bis an die Straßenkante nach vorne durchgezogen. Obwohl wir da die verschiedenen Detailgrade gemischt drin haben, finde ich, stört mich das nicht so, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Die Straße ist dann ja, wie gesagt, die Grenze zwischen den zwei Maßstäben, einmal dem kleinen Microscale sozusagen hinten, wo der Berg dann drin ist, und einmal dem Minifigurenmaßstab weiter vorne. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Barriere, und dazwischen, ihr könnt schon sehen, habe ich auch eine relativ große Fläche, wo jetzt keine Häuser drin stehen, um eben diesen Kontrast nicht ganz so auffällig zu haben. So, das heißt, ich werde jetzt auch in dem Fall mal ohne das Ganze mitzufilmen, weil ich glaube, ihr habt mich jetzt genug Bäume hin und her schieben sehen. Ich werde jetzt hier vorne das noch ein bisschen durchmischen und wollte vor allem einfach noch ein bisschen höher gehen mit dem Mischwald, dass ein paar Laubbäume noch ein bisschen weiter oben am Hang sind. Bis jetzt war ich sehr, sehr zurückhaltend, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir noch ein bisschen höher gehen, haben wir vor allem auch zwei verschiedene Grüntöne dann drin im Wald, dass das noch ein bisschen besser aussieht. Ihr habt es ja auch gerade eben in den Videoaufnahmen gesehen, die ich aus dem Zug reingeschnitten habe, dass das tatsächlich doch noch ein Stück weiter rauf geht, als ich es jetzt in dem Fall gebaut habe. Ich habe jetzt wirklich dann einen Baum aufgesteckt, bin in die Besucherperspektive gegangen, wieder zurück, habe den nächsten Baum aufgesteckt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Allein wenn hier vorne der Wald aufgelockert ist, sieht das schon besser aus. Das heißt, ich werde wirklich jetzt, das hat sich nochmal bestätigt, den Mischwald bis ganz vorne an die Kante ziehen. Was weitere farbliche Abwechslung im Wald angeht, ich habe jetzt zwar vor über 2 Monaten wohl bemerkt, bei Lego in dunkelgrün nochmal die Teile für so einen Baum bestellt. Aber das ist seit 2 Monaten anscheinend immer noch bei Lego im Lager drin, wo im Übrigen dann auch in der Bestellung die Mondbasissteine mit dabei sind, praktischerweise. Aber back to the topic, und zwar wollte ich nochmal kurz ansprechen, was im oberen Bereich die weitere farbliche Abwechslung angeht. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren mit dunkelgrün. Allerdings, wenn man sich in echt so einen Berghang anschaut, ist da oben tatsächlich nicht mehr allzu viel farbliche Varianz drin. Das ist eher so ziemlich ein einziger Grünton, beziehungsweise natürlich variiert das ein bisschen. Allerdings muss man da wieder dazu sagen, dass die farbliche Varianz mit dem Dunkelgrün oder Erdgrün oder wie auch immer die das da genannt haben, wäre viel zu stark. Das muss man einfach sagen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich im oberen Bereich das genauso lassen, wie es jetzt ist. Das wirkt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mächtiger, wenn das dann in einem einheitlichen Grünton ist. Allerdings, ich glaube, der Übergang jetzt auf der rechten Seite kommt das natürlich auch noch mit dem Mischwald im unteren Bereich, sieht schon viel, viel besser aus. Was maßstabtechnisch natürlich problematisch wird, wird da hinten die Ecke, wo noch dieser graue Kasten sozusagen offen ist, am Ende der Häuserreihe. Da wären wir ja wirklich ein Zusammentreffen von zwei verschiedenen Maßstäben, einmal dem kleinen im Hintergrund und dann dem großen hier in der Stadt, wo auch Minifiguren unterwegs sind, haben. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das angehen werde. Kann gut sein, dass ich diesen Platz nicht befüllen werde. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, noch ein weiteres Haus im 16er-Stil, genau mit diesen Spitzdächern da reinzubauen. Würde aber aktuell zumindest vermuten, dass ich das offen lasse und da lieber mit der Bepflanzung vielleicht ein bisschen höher gehe. Ich weiß es aktuell noch nicht. Wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Das wird auf jeden Fall eine Stelle, die wirklich schwierig ist. Hier vorne, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, aber auch wenn wir da auf sehr, sehr engem Raum die großen Fachwerkhäuser vor dem sehr kleinen hinteren Bereich haben, irgendwie passt das voll und ganz. Das ist besser gelaufen mit diesen perspektivischen Arbeiten, als ich es mir gedacht habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wie gesagt, das ein oder andere Problem wird dann mit dem Maßstab auf jeden Fall noch auftauchen. Und so sieht das übrigens mal ein bisschen von weiter weg aus. Und da seht ihr jetzt auch, warum ich diese groben Slopes verwende. Je mehr Masse jetzt dazu kommt, desto eindeutiger wird das. Ich bin damit voll und ganz zufrieden. Ich werde auch die Woche, das muss ich dazu sagen, kein zweites Video schaffen, weil ich einfach nur Bäume zusammengebaut habe. Ich muss aber diese Menge an Bäumen in den Videos machen, sonst wird das langweilig. Wir haben ja wirklich nur Bäume gebaut. Ich hoffe, dass es dennoch halbwegs ertragbar war für euch. Und ohne Placement letztens, das kann ich auch dazu sagen, wäre das heute nicht drin gewesen. Das Video an sich heute, davon gehe ich stark aus, wird ein Minusgeschäft sein. Aber wie gesagt, das gehört dazu und bald ist ja auch ein Ende in Sicht und dann können wir uns auch wieder hier in den städtischen Bereich stürzen und da an neuen Häusern weiterbauen. In diesem Sinne hätten wir jetzt das Ende für die heutige Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!